Hallo, ich bin's, Dirja. Heute werde ich für euch die zweite Engelkarte ziehen. So, dazu, das sind die Engelkarten, dazu mische ich erstmal wieder die schönen großen Engelkarten. So. Ich fächer sie aus. Wunderschöne Karten, die werden uns jetzt eine ganze Zeit lang begleiten. Ich konzentriere mich und ziehe jetzt die Karte, die es sein soll. Dazu wird meine Hand von der geistigen Welt geführt. Diese. Genau diese Karte soll es sein. So. Diese können wieder weg. Die brauchen wir heute nicht. Die kommen das nächste Mal wieder in Aktion. Das ist unsere Karte. Und nun wollen wir mal schauen, was ich denn da... Wow, etwas sehr Schönes. Also, ich sage euch gleich, was für eine Karte das ist. Dazu nehmen wir wieder also unser schönes Buch. Warte mal. Ja, also, wir haben heute die zweite Karte von dem Engel der Gerechtigkeit gezogen. Die Affirmation zum Engel der Gerechtigkeit ist: Er zeigt und lehrt, vernünftig zu sein. Und macht mich empfänglich für seine Intuition der Gerechtigkeit in mir. Er sagt dir, du musst in deinem Leben die Gerechtigkeit zulassen. Hierzu werde ich dir die nötige Vernunft geben. Doch dabei musst du auf deine innere Stimme hören. Hier nun die Botschaft vom Engel der Gerechtigkeit. Meine Botschaft für dich ist: Werde dir bewusst, indem du tief einatmest, und erkenne den Weg der Gerechtigkeit. So wirst du geradlinig und gerecht werden. Mein Rat ist: Lerne gerecht zu handeln, in voller Akzeptanz. Ich gebe dir meine Hilfe und du wirst meine Hinweise fühlen. Dann wirst du feststellen, dass du Gerechtigkeit fühlen kannst und kameradschaftlich und liebevoll bist. Denn deine Ungerechtigkeiten haben sich aufgelöst durch dein sorgfältiges Handeln. Denk darüber nach. Und bis zum nächsten Sonntag. Habt eine gute Woche. Eure Dirja.